Theatergruppe, ne? Dann kommt nach oben. Ja, da ist er dabei. Gut. Komm, das ist der mit dem blau-schwarzen Streifen. Alles klar. Es ist komm nach oben auf die Bühne, Theatergruppe. So, die Theatergruppe hat ein kleines Theaterstück vorbereitet, das auch zum Thema der Tagung passt. Es geht hier natürlich um Verhalten und Benehmen. Und ich bitte euch um ein Salawat für unsere Theatergruppe. Hey, deine Mutter ist keine gute Frau. Wartet, stopp. Wenn meine Mutter keine gute Frau ist, dann möge Gott ihr verzeihen. Aber wenn du lügst, dann möge Gott dir verzeihen. Man sollte immer das Schlechte mit dem Guten vergelten. Sarah. So, und während unserer Gruppenarbeiten haben wir auch viele Diskussionen gehabt über Verhalten und Benehmen, auch unter anderem in der Schule, mit den Geschwistern, mit Eltern, mit Nicht-Muslimen. Und dazu haben wir eine Gruppenarbeit durchgeführt mit unseren Kindern. Da haben die Kinder verschiedene Plakate vorbereitet und eine Gruppe wird ihr Plakat stellvertretend für unsere Kinder vorstellen. Ich bitte die Plakatgruppe einmal auf die Bühne. Und ein Salawat. Salamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern. Wir erzählen euch über das Verhalten in der Familie. Der Stichpunkt 1 ist, man kommt von der Schule schlecht gelaunt nach Hause und die Mutter verlangt einen Gefallen. Wie reagiert man? Man erklärt ihr, warum ein schlechter Tag ist und tut ihr dann ihr Gefallen. Ihr solltet nicht sagen, dass ihr keine Lust habt und ihr den Gefallen nicht tun. Eure Eltern geben euch ohne Grund eine Strafe. Was tun? Man reagiert ruhig und fragt, was die Ursache dafür ist. Man sollte nicht sauer werden und die Tür zuknallen. Eure Eltern erteilen neue Regeln. Wie soll man sich verhalten? Man hält sich an die Regeln und versucht, sie nicht zu missachten. Ihr solltet die Regeln nicht missachten gegenüber euren Eltern. Wie sollte man reagieren, wenn die Geschwister am Unrecht sind? Man versucht ihr das Richtige zu erklären. Wenn sie es immer noch nicht verstehen, geht man zu den Eltern. Ihr solltet sie nicht anbrüllen oder mit ihnen streiten. Mit welcher Umgangsform geht man mit seinen Geschwistern um? Man sollte lieb, nett und respektvoll mit denen umgehen. Was sie nicht tun sollte, ist gemein, böse und respektvoll miteinander umzugehen. Wir bedanken uns bei euch für die Aufmerksamkeit und wir hoffen, es hat euch gefallen. Salawat.